0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben wir ein festes Thema. Und unser Thema heute Nacht heißt: Auf diesen Tag habe ich gewartet oder auf diesen Tag warte ich. Ich möchte gerne mit euch reden über bestimmte Tage, die ihr sehr herbeigesehnt habt. Zum Beispiel kann das eine Knastentlassung sein, das kann vielleicht ein Lottogewinn sein, wenn ihr sehr, sehr viele Jahre Lotto gespielt habt. Das kann ein Wiedersehen mit einem vielleicht geliebten Menschen sein. Es kann der Tag der Heilung sein, wenn man sehr krank ist. Es kann vielleicht auch, wenn man sehr schwer krank ist und die Hoffnung eigentlich aufgegeben hat, auch der Tod sein, dass man sagt, diesen Tag sehne ich herbei. Es kann vielleicht auch der Tag sein des ersten und vielleicht des ersten guten Sex, den man hatte. Also unser Thema: Auf diesen Tag habe ich gewartet oder auf diesen Tag warte ich. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, das alte Lied, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch schnell zurückrufen können. Meine erste Anruferin heute Nacht ist Ilona. Und Ilona ist 63 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Ilona, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja. Dich wieder zu hören. Ja. So. Wir hatten unlängst schon mal zusammengesprochen. Ist schon eine ganze Weile her. Ja. Jetzt hast du dich zu unserem Thema gemeldet. Auf jetzt habe ich mich zu dem Thema gemeldet. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Genau. Und zwar ist das ein praktischer Tag der Erlösung des Abschiedes. Der Erlösung des Abschiedes, wie meinst du das? Ja, mein Bruder hat Lungenkrebs gehabt und wo ich selber lag im Krankenhaus und hatte das durch Zufall erfahren. Ja. Und da habe ich gesagt, wenn ich aus dem Krankenhaus komme und bin wieder so weit hergestellt, komme ich sofort und dann bleibe ich bei dir bis zu dem Tag, wo praktisch der Tag X da ist. Ja, ja. Das habe ich dann nachher auch gemacht und das hat 8 Wochen gedauert, wo ich ihn betreut habe, gepflegt habe. Warst du 8 Wochen dann quasi täglich im Krankenhaus oder hast Nein, du ihn zu Hause gepflegt? Ich habe meinem Bruder den Wunsch erfüllt, dass er zu Hause versterben kann. Ah, ja. Das hatte er sich eigentlich gewünscht. Und mein jüngster Bruder, weil wir wussten ja nicht, wie es mit meiner Gesundheit bestellt ist, hatte sich aber vorher schon bemüht, praktisch jetzt ein Bett auf so einer Palliativstation zu bekommen. Ja, ja. Denn, aber das war nur so vorsorglich. Letztendlich war er dann 8 Wochen bei dir. Ja. Du hast unser Thema ja: Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ja. Ist das jetzt in deinem Fall so zu verstehen, wie du es gerade auch schon angedeutet hast, dass der Tod eine Erlösung war? Ja. Und dass man, obwohl man nicht auf den Tod, obwohl man eigentlich nicht auf den Tod hoffen sollte, aber in gewissen Situationen dann doch hoffen muss auf den Tod. Denn das ist ganz, ganz schwer, wenn du einen Menschen pflegst, der dann nachher am Anfang war und noch nicht bettlägerig, aber die letzten 3 Wochen vor seinem Tod war er bettlägerig, konnte überhaupt nicht mehr aufstehen, keine Kraft mehr, ich weiß nicht, wie viel abgenommen war, bloß noch Haut und Knochen. Konntest du mit ihm noch sprechen? War er ansprechbar? Er war ansprechbar in den Wachzeiten. Er war natürlich sehr, sehr oft am Schlafen durch das Morphium, was er bekommen hat, durch die anderen Medikamente, die er verabreicht gekriegt hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er keine schlimmen Schmerzen hat ertragen müssen. Dafür habe ich gesorgt. Dafür hast du gesorgt. Und da, da habe ich auch den Hausarzt von ihm und den Onkologen. Dem habe ich das eigentlich zu verdanken, dass ich meinen Bruder bis zur letzten Minute zu Hause behalten konnte. Wie war die letzte Minute? Die letzte Minute, die halbe Stunde vor seinem Tod, er hatte die Augen geschlossen, hat ganz flach geatmet. Ja. Und da habe ich schon gemerkt,
es geht zu Ende. Ja. Das an diesem Atmen, das merkt man. Ja. Und ich habe mich so über bei die Ehebetten, meine seine Lebensgefährtin, die hat nachts mit ihm geschlafen. Mhm. Und ich habe in einem anderen Zimmer geschlafen, hatte aber die Tür angelehnt und, mhm. und. Ja, da habe ich mich übers praktisch über das Ehebett gelegt, habe seine Hand genommen, ja. und meine, will ich mal sagen, jetzt meine Schwägerin, die habe ich dann auch reingeholt, mhm. und habe gesagt, komm, nimm mal seine Hand. Sie hat an der Bettkante von ihm gesessen und ich habe praktisch über dem Bett gelegen. Und das war ungefähr ja, eine halbe Stunde, 20 Minuten vorher, mhm. hat er mir noch die Hand geküsst. Ah, ja. Das war wahrscheinlich die letzte Geste seines Dankes. Hm. Das hat, genau, wer, das hat, genau, wer das war ein, das auf sich? Ja, ja, ja. Ja, ich hab, das wird er dir hoch angerechnet haben. Habe ich gehört, wie kannst du denn sowas machen? Hm. Und da habe ich gesagt, ich würde das immer wieder machen, hm. das ist mein Bruder. Ilona, diese letzte halbe Stunde, die du gerade angesprochen und beschrieben hast, ja. Du sagtest, er hatte die Augen geschlossen. Ja, und war er da noch? War, bitte? Es liefen ihm die Tränen. Es liefen ihm die Tränen. Meinst du, dass er bei vollem Bewusstsein war? Ich denke mal schon, dass er so langsam weggeschlummert ist. Mhm. Ich habe auch auf ihn eingeredet und habe zu ihm gesagt, du brauchst keine Angst zu haben, lass los. Mhm. Wir sind bei dir. Mhm. Du bist mhm. nicht alleine. Wie deutest du die Tränen? Wahrscheinlich waren das Tränen des Abschieds. Mhm. Und dann, letztendlich ist er eingeschlafen. Dann letztendlich ist er eingeschlafen, mhm. die Atmung hat aufgehört. Mhm. Da habe ich meine Schwägerin rausgebracht, denn die ist weit älter wie mein Bruder gewesen und war ja. auch krank. Ja. Hab dann nachher praktisch ihm die Augen noch mit nassen Patz zugemacht. Ja, ja. Also, hab ihm ein Handtuch unters Kinn. Mh. Also ich hab da. Also du hast ihn versorgt? Wie, bis zu allerletzt hast du ihn versorgt. Ja. Mhm. Na, und danach mhm. habe ich praktisch. Vorher hatte ich schon praktisch den Notdienst angerufen. Mhm. Und die wollten ihn mitnehmen. Und da habe ich gesagt: Nee, das kommt nicht in Frage. Mhm. Es ist. Eine Patientenverfügung da, ja. wo ich wirklich sagen muss, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Auch jetzt, man sollte das nicht erst machen, wenn man krank ist. Wie meinst du das? Er wollte gerne dann noch in der Wohnung bleiben, also er sollte nicht direkt abgeholt werden. Wie meinst du das? Nein, ich meine das so, wenn er jetzt, die hätten dann, Rettungsdienst kam, mhm. da war er noch am Atmen. Ah, ich verstehe, dann hätten die ihn mitgenommen und er hätte seine letzten Minuten oder Stunden dann wahrscheinlich irgendwo anonym in einem Krankenhaus verbringen ja. müssen. Ja. Ich verstehe. Dieser Tag, als er dann gestorben ist, das war eine Erlösung für ihn. Für ihn war es eine große Erlösung mhm. und ich war auch wirklich froh darüber, dass es in Anführungsstrichen doch so schnell mhm. gegangen mhm. ist. Ilona, ich finde toll, was du da gemacht hast. Ja, wirklich sehr, sehr toll. Respekt und Hut ab. Jetzt bin ich selber in einem tiefen Loch. Ich habe gesagt, ich muss mich da auch erstmal wieder aufpäppeln, aber ich Wann war das eigentlich? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist im November gewesen. November, mhm. Ja. Mhm. Dir geht es nicht gut im Moment? Nein, mhm. überhaupt nicht. Ich habe starke Depressionen mhm. und... ich vermisse sonntags den Anruf. Mhm. Mein Bruder hat dann, der ist mit der Bandscheibe sehr krank gewesen ja. und ist auch etliche Male operiert worden. Ja. Und aber diesen Ausgleich zu halten, dass er nicht irgendwie ist das klar, da fehlt, gelaufen. Es fehlt was. Es fehlt und, ein ganz gewichtiger Teil Bestandteil ja, deines Lebens. Ist, liebe Ilona, ich möchte mal Folgendes vorschlagen, um dir vielleicht ein bisschen zu helfen, werden wir uns bemühen. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Ja. Vielleicht kann der Peter, mein Psychologe, dir, ich bin sicher, einige noch wichtige Ratschläge geben. Das wäre prima. Ich danke dir erstmal für den Anruf und ja. möchte nochmal sagen, dass ich das sehr toll finde, was du da gemacht hast. Ja, danke. Alles das Gute von Herzen. Das würde ich immer wieder machen.
Jürgen, und macht weiter so eure Sendung. Ich sehe sie jede Nacht und freue mich, wenn ich dich sehe, wenn du lächelst. Und so nett. Viel Verständnis für die Leute, für die vielen Schicksale aufbringst. Ich danke dir vielmals. Auf dein Team, alles Liebe und Gute. Ich richte es aus. Vielen Dank, Ilona. Ja? Auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt: Auf diesen Tag habe ich gewartet oder auf diesen Tag warte. Ich möchte gerne folglich mit euch reden über besondere Tage, die ihr herbeigefiebert habt oder die ihr vielleicht noch herbeifiebert, einen bestimmten Tag. Das kann ja alles Mögliche sein. Wir haben gerade gehört von Ilona, der Tod eines geliebten Menschen, den man dann als Erlösung sah. Es kann aber vielleicht auch ein Lottogewinn sein oder es kann vielleicht auch Sex sein, wenn man in einem bestimmten Alter immer noch keinen Sex hatte oder guten Sex hatte, dass man dem Tag den Tag sehr ersehnt, dass es denn mal passiert und so weiter und so weiter. Es gibt viele Beispiele. 0800 220 5050, wenn ihr gerne anrufen wollt, dann meldet euch. Weiter geht es mit Judith und Judith ist 16 Jahre alt. Hallo Judith. Hallo. Hallo. Judith, auf welchen Tag hast du denn gewartet oder wartest du? Ja, ich warte auf einen bestimmten Tag und zwar habe ich Sozialphobie, nennt man das. Ja. Erklärst du mal, was das ist? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Das hat die Neurologin zu mir gesagt. Das ist, ich kann nicht mehr rausgehen aus dem Haus. Wenn Leute um mich rum sind, dann kriege ich gerne kalte Hände und dann fühlt sich die Haut so an, als würde ich schwitzen. Mhm. Und mir wird schwindelig und meine Beine und Hände kribbeln und es geht halt nicht mehr. Und ich warte halt einfach darauf, dass das endlich wieder weg ist. Mhm. Wie lange hast du das schon? Also so stark, dass ich gar nicht mehr rausgehen kann, das ist jetzt seit 3 Monaten. Und du hast jetzt seit 3 Monaten das Haus nicht mehr verlassen? Und, ja, einmal in der Woche gehe ich halt zu meinem Psychologen. Ja, das aber geht das oder ist das auch mit großen Schwierigkeiten für dich verbunden? Das ist sehr anstrengend für mich und da werde ich auch genau vor die Tür gefahren von meiner Familie eben und auch wieder vor der Tür abgeholt. Du wohnst noch bei deinen Eltern, bei deiner Familie? Mhm. Mhm. Hat das so schleichend angefangen? Ja. Dass du so Angst vor Leuten hattest oder vor Menschenansammlungen? Das ist mir gar nicht, also mir selber ist es ja nicht bewusst, dass ich Sozialphobie, jetzt soziale Angst habe. Das hat mir eben, ich habe der Neurologin meine Probleme geschildert und sie so hat sofort gesagt, sie hatte erst letztens so einen Fall und das ist Sozialphobie. Ja, ja. Man weiß ja nicht, woher das kommt, deswegen muss ich das jetzt in der Therapie eben rausfinden. Ja, ist klar. Kannst du dich erinnern, also an die ersten Male, als dir das so aufgefallen ist, wo du gemerkt hast, ich reagiere irgendwie nicht mehr so wie früher oder ich reagiere anders als andere Leute? Also es ist schon ganz lange so, dass, also früher ging es mir sowieso überhaupt nicht gut, weil ich auch Depressionen habe. Mhm. Und ich habe jetzt erst seit 3-4 Wochen die Medikamente dagegen bekommen, also von dem her geht es mir schon wieder gut, aber das war halt schon so, dass ich weiß noch einmal, da waren wir in der Stadt und dann, da sind ja immer so viele Leute und da habe ich auch wieder gemerkt, dass da ist mir auch wieder so schwindelig geworden, dann bin ich zu einer Freundin nach Hause und habe mich hingelegt. Aber da war mir das nicht so bewusst, da war das nur ganz selten, dass es so war. Und dann kam es so schleichend immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja. Was machst du? Bist du eigentlich noch Schülerin? Eigentlich schon, ja. Das heißt, kannst jetzt auch nicht zur Schule gehen? Nee, mache ich auch nicht. Hast du einen Freund zurzeit? Nee, habe ich nicht. Aber bestimmt eine gute Freundin oder ein paar gute Freunde. Ja, viele Freunde habe ich. Kannst du das denn ertragen, wenn die zu dir in die Wohnung kommen und wenn du mit denen in einem Zimmer sitzt? Geht das? Es ist nicht so schlimm, wie wenn es andere Leute sind. Aber also vorgestern war eine Freundin von mir da und eine Betreuerin von mir, wo für so Jugendanlaufstelle halt. Mhm. Und die besucht mich jetzt ja immer zu Hause, weil ich ja nicht mehr rausgehen kann. Ja. Da ist eine Freundin von mir mitgefahren und da habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel rede darüber, wird es auch wieder so ein bisschen komisch, aber nicht so schlimm. Ja. Also, ja, ich wollte dich gerade auch fragen, nun bist du zwar ganz anonym und sitzt irgendwo in der Ferne am Telefon. Dennoch ist das natürlich eine besondere Situation, hier jetzt mit mir zu reden, in der Öffentlichkeit zu reden. Das ist schon ein bisschen aufregend, ne? Und, aber vor allem wollte ich auch anrufen, weil es eben ein ziemlich scheiß Gefühl ist, das zu haben. Mhm. Und ich ja auch nicht weiß, das haben bestimmt viele Leute, denke ich. Das haben bestimmt viele Leute, das glaube ich auch. Ja. Mhm. Hast du denn das Gefühl, da bei deiner Ärztin, wo du bist, dass du da in guten Händen bist? Hast du ein Vertrauen zu der Frau? Also ich bin bei einer Neurologin und bei einem Psychologen. Ach so, ich dachte, es wäre eine Person, Neurologe und Psychologe. Bist du mit den beiden zufrieden? Ja.
Das schon. Ja, okay, mein Psychologe ist ein bisschen chaotisch, aber ich bin damit schon zufrieden. Ich war jetzt auch noch nicht so oft dort. Hast du denn jetzt so für dich, ich meine, ihr habt noch nicht so viel geredet in der Therapie, aber du hast wahrscheinlich auch sehr viel schon über dich nachgedacht. Hast du irgendwo so eine Ahnung, wo das herrühren kann? Überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war ein Mensch, ich war früher jeden Tag, also Montag bis Sonntag, jeden Tag draußen mit meinen Freunden. Mhm. Egal, ob es Winter war, ob es total heiß war, jeden Tag war ich draußen. Mhm. Und auf einmal ging es nicht mehr. Und das ist ziemlich scheiße für mich so. Ja. Hast du? Weil ich verliere auch Kontakte mit meinen Freunden. Ja, klar. Wenn man nicht rausgeht und wenn man auch nicht dann so viele Leute um sich herum haben kann. Ja. Wie reagieren denn deine engsten Freunde darauf im Moment? Meine allerbeste Freundin, die ist halt für mich wie eine Schwester, die hat auch Depressionen eben, so wie ich. Mhm. Und die weiß aber auch nicht, wie sie damit umgehen soll. Mhm. Das heißt, das ist so eine Art... Man kann es Leuten nicht erklären, wie das ist. Ja, das kann man wirklich nicht erklären. Das heißt, dann ist sie eine Art Leidensgenossin und dann habt ihr auch so eine Gemeinsamkeit und könnt euch auch verstehen in gewisser Weise. Ja. Mhm. Hast du so ein schönes Zuhause, ein gutes Elternhaus? Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern, zu Mama und Papa? Mittlerweile schon, aber früher ging es halt gar nicht zu Hause. Da wollten sie mich auch schon öfters mal weggeben und so. Aha. Also jetzt seit ein paar Wochen ist es sehr gut zu Hause. Ach, erst seit ein paar Wochen? Mhm. Und die ganzen letzten Jahre, auch als du Kind warst, nicht so doll? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Na, also meine Eltern haben sich halt getrennt, wo ich so drei war ungefähr. Ja. Und dann ist halt mein Stiefvater gekommen und mit dem habe ich mich von Anfang an schon gar nicht so gut verstanden. Mhm. Ich glaube halt, weil wir uns so ähnlich sind. Ich weiß nicht, ich bin auch so stur. Und dem seine Erziehungsmethoden, ich habe mir das halt nicht gefallen gelassen. Was waren das für Erziehungsmethoden? Ja, wenn man, ich weiß noch früher, war ich noch kleiner, dann irgendwann habe ich es nicht mehr gemacht. Aber wenn ich zum Beispiel Hausaufgaben vergessen habe, dann sollte ich 100-mal aufschreiben, ich vergesse meine Hausaufgaben nicht und immer solche Sachen halt. Mhm. Und dann, dass er auch immer so laut wurde und einmal hat er mich angespuckt, das weiß ich auch noch, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Hat er dich auch mal geschlagen? Ja, also richtig geschlagen nicht, aber das war so, dass ich mir das nicht mehr gefallen habe und dass nach einer Zeit man auch so frech zu ihm wurde. Mhm. Und es war zum Beispiel, einmal hat er mich mit meinem Gesicht gegen den Kühlschrank gehauen. Da hatte ich dann auch so eine offene Wunde bisschen, aber es war meistens eigentlich nur so, dass er mich auf den Boden gedrückt hat und dann meine Arme irgendwie verdreht hat und sich auf mich draufgehockt hat und gesagt hat, ich soll mich beruhigen und so. Und da bin ich halt dann noch mehr ausgeflippt. Wie hat denn deine Mutter sich dann verhalten? Die hat das doch irgendwie mitgekriegt. Sie hat gesagt, auch bei den verschiedenen Ärzten, wo wir immer waren, dass das nicht stimmt. Aha. Und meistens hat sie es auch nicht mitbekommen, aber sie hat es auch mitbekommen und da hat sie gesagt, das stimmt nicht. Sie hat immer nur das gesagt, was ich gemacht habe, weil ich habe ihm dann mal so eine Kugel auf den Kopf geschmissen, wo er es wieder gemacht hat. Ja. Das war auch, ich weiß ja jetzt, dass es nicht richtig war. Ich bin jetzt auch, ich habe daraus gelernt, aus diversen Sachen und so. Also ist es so, dass du dich gar nicht von deiner Mama beschützt gefühlt hast, sondern Nein. Die hat sich immer auf die Seite von ihrem neuen Mann gestellt? Ja. Und hast meine Brüder auch. Und die Brüder auch? Ja. Die haben sich auf die Seite von ihm gestellt. Ja. Sind das seine Kinder oder sind das deine richtigen Brüder? Sind das nur Halbbruder? Also einer ist Halbbruder, der Kleine, das ist von meinem Stiefvater und von meiner Mama und der andere ist mein richtiger Bruder. So. Ist denn der Vater im Moment immer noch in eurer Familie, der Stiefvater? Ja. Ja, und wie geht, der bleibt auch. Und wie geht der jetzt mit dieser doch sehr besonderen Situation um, dass du so seelisch erkrankt bist und nicht rausgehen kannst und so weiter? Ich weiß nicht, am Anfang, es hat sich ja schon aufgebaut, dass wir uns immer besser verstehen, dass wir zumindest die Sätze, was nötig waren, miteinander haben reden können, weil wir sind uns ja dann sonst nur noch aus dem Weg gegangen, weil es ist halt auch dazu gekommen, dass sie mich angezeigt haben, meine Eltern, und seitdem war dann Todstille, aber jetzt mittlerweile ist es ein sehr gutes Verhältnis, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich rede auch so mit meinem Stiefvater. Ja. Und das heißt, er nimmt deine Erkrankung auch ernst und sagt nicht, okay, stell dich nicht so an oder sowas? Ja, ich denke es mal schon, sonst würde er jetzt nicht so umgehen. Das ist ja schon mal sehr gut, dass sich das jetzt wieder so hingebogen hat. Ja. Ist denn da in der Vergangenheit noch irgendwas anderes Schlimmes vorgefallen, was er dir vielleicht angetan hat, wenn du so zurückdenkst? Nein, also das Schlimmste von körperlichen Verletzungen, was er gemacht hat, ist halt, dass ich jetzt noch Probleme mit meinem Knie habe. Ah ja. Weil er mich mal hochgehoben hat und weil ich was zu essen nehmen wollte, ich weiß es nicht mehr genau. Oder. Und dann ist er die Treppe mit mir zusammen runtergefallen und da war halt mein Knie dann kaputt. Ja. Also, da wird der Psychologe eine ganze Menge zu tun haben. denn mit Sicherheit hat, äh, wenn,
alleine, was du mir jetzt schon in ein paar Minuten erzählt hast, hat das natürlich eine Auswirkung auf ein Kind, auch auf die Seele von einem Kind. Ja. Und das hat ja viele Jahre angehalten. Und sicher sind da auch Ursachen zu finden, aber da bin ich jetzt gar nicht der Mensch, der das ergründen kann und darf. Das weiß ich schon. Aber auf jeden Fall ist für dich, um nochmal auf unser Thema zurückzukommen, deine Sehnsucht ist, dass dieser Tag endlich kommt, wo du wieder rausgehen kannst und wo du die Krankheit dann einigermaßen im Griff hast und die Krankheit nicht dich. Ja. So. Ja, jetzt wünsche ich dir von Herzen, dass du mit deinem Neurologen, mit der Neurologin und mit dem Psychologen gut zurechtkommst. Ja, danke. Und dass es dann wirklich bald bergauf geht und du wieder rausgehen kannst und vielleicht auch bald den Frühling und den Sommer genießen kannst. Ja, danke. Draußen. Ich melde mich dann mal irgendwann in ein paar Monaten. Ja, würde mich freuen. Wenn du nicht durchkommst, schreib mir doch mal einfach eine Mail. Dann kann ich das lesen und dann freue ich mich, wenn es hoffentlich dann besser geht. Okay. Ja? Alles Liebe und alles Gute, Judith. Danke. Tschüss. Auf diesen Tag habe ich gewartet, so heißt unser Thema heute. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, wenn es einen bestimmten Tag gibt, den ihr vielleicht aktuell herbeifiebert, oder wenn das in der Vergangenheit liegt und ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch unter der besagten Telefonnummer oder unter der Mailadresse. Markus, 29 Jahre alt. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo. Hallo, Markus. Welcher Tag ist es bei dir? Um was geht es? Ja, also eigentlich warte ich auf den Tag, wo ich mich endlich sozusagen zu meiner... Das heißt, im Moment läuft das alles noch im Geheimen. Also im Moment habe ich eher einen Puls von 300. Weil es natürlich auch, also es ist jetzt halt das allererste Mal, dass ich mich damit auch gewissermaßen in die Öffentlichkeit traue, aber halt über Telefon natürlich noch anonym, das ist klar. Stimmt. Wer weiß es denn überhaupt bisher? Niemand. Niemand? Niemand. Das heißt, du redest heute das allererste Mal darüber? Ja, also ich habe mich schon mit 4, 5 Männern mal getroffen, das Jahr. Aber also halt alles sehr diskret und sehr anonym, aber sagen wir mal, Leute, auf die es wirklich ankommt, da weiß es halt niemand. Bist du in einer Beziehung? Nein. 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 Mhm. Aber was ja schon mal ganz gut ist, das erspart Komplikationen. Ja, wobei ich halt gerade auch in der letzten gemerkt habe, dass ich halt an der einen oder anderen Stelle dann ja schon, sagen wir mal, auch teilweise an Mann beim Sex gedacht habe und nicht mehr nur an meine Freundin. Und das waren halt so Alarmsignale, wo ich so dachte, damit musst du jetzt halt langsam wohl sicher mal aufräumen. Ne? 29, ne? Richtig. Jahre bist du. Wie lange, seit wann hast du es registriert? Wie viele Jahre ist das ungefähr her? Also rückblickend betrachtet mit ungefähr 10. Ah, so lange schon? Ja. Und hast es permanent verdrängt? Ja, also ja, verdrängt ist ein gutes Wort. Also ich wollte es halt irgendwie nicht wahrhaben. Ne? Man wird ja irgendwie auch groß, bin also relativ klein, ziemlich erzkatholischen Kaff groß geworden und die Meinung des Dorfpfarrers ist halt sozusagen die höchste gewesen. Also mit wem soll man dann großartig drüber reden? Ja. Und meine Hauptsorge ist halt irgendwie, oder anders gesagt, ich weiß halt einfach nicht, wie ich es irgendwie eintüten soll oder wie ich da rangehe oder mit wem man darüber redet und so, weil... Na, du bist ja schon dabei. Wir reden jetzt, du hast schon deine Erfahrung gesammelt. Wie alt warst du, als du deine erste Erfahrung gesammelt hast? Ungefähr 2,5, 3 Jahre her. Noch gar nicht so lange. Nee, noch gar nicht. Wie hast du das gemacht? Wo hast du jemanden wie gefunden? Übers Internet. Und hast dich dann quasi anonym mit einem fremden Typ getroffen? Genau, richtig. Und also, ja, auch wenn mir jetzt so ein bisschen irgendwie so die Worte fehlen, um das irgendwie sinnvoll so einigermaßen zu schildern, aber ansonsten bin ich da also recht locker flockig mit und kriege auch relativ schnell raus, wie jemand drauf ist. Und ich habe halt mehrere Wochen dann mit verschiedenen Leuten immer wieder gechattet, bis ich halt jemanden gefunden habe, wo ich auch den Eindruck hatte, der hat... der hat halt irgendwie Witz, der ist normal, der hat Charme, weil es ist ja nicht alles irgendwie Schmuddelecke, nur weil man sich irgendwie mal mit einem Kerl trifft. Hast du dich denn auch schon mal im Laufe der letzten 10 Jahre vielleicht, wenn man die letzten 10 Jahre so überblickt oder vielleicht sogar ein bisschen früher, auch schon mal heimlich in einen Mann verliebt? Nee, das ist eben auch meine Sorge, weil ich glaube, diese Grenze zwischen Bisexualität und Homosexualität, die ist eben sehr schleichend. Und ich weiß halt ziemlich für mich, dass ich bisexuell bin. Also ich bin eindeutig ein Familienmensch. Ich möchte auch später mit einer Frau zusammen sein. Ich möchte eine eigene Familie haben. Ich möchte auch mit einer Frau verheiratet sein. Aber ich merke halt einfach, dass es mich im sexuellen Bereich dann halt schon gelegentlich mal zum Mann zieht, wobei ich natürlich auch nicht ausschließen kann, dass mir das mal passieren würde, dass ich mich im Mann verliebe, aber dazu muss man ja fairerweise eingestehen, da müsste man ja erstmal sich darauf einlassen im Prinzip auch was riskieren, was länger als irgendwie eine Nacht dauert. Also im Moment, wenn du sexuelle Fantasien hast, drehen die sich hauptsächlich um Männer oder auch noch immer wieder um Frauen? Also
Also nachdem ich mich in den letzten Monaten massiv dazu zwingen, also ich hatte letztes Jahr einen ziemlichen Einbruch, wo halt irgendwie gar nichts mehr ging. Mhm. Und da mussten halt einige Themen geklärt werden. Und, mhm. und dieses Thema, also das Thema Bisexualität ist halt ein ganz großes und dazu zwinge ich mich jetzt halt einfach, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. War noch keine Antwort auf meine Frage. Ja, und das heißt halt im Prinzip, dass ich in den letzten Wochen und Monaten verstärkt an Männer denke. Mhm. Ja. Das ist ja ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Ne? Deswegen hast du jetzt auch so weit ausgeholt. Ja. Ne? Ja, ja. Was machst du beruflich im Moment? Also momentan, also ich habe mir, also momentan stehe ich zwischen zwei Beschäftigungsverhältnissen mhm. und ja, arbeite im... Du musst es nicht ganz detailgenau sagen. Ich will nur so grob einschätzen, in welchem Bereich du arbeitest. Bist du im kaufmännischen Bereich tätig? Ja, oder? Ja mhm. danke. Also im kaufmännischen Bereich. Im kaufmännischen Bereich. Ja, also ich hab sehr, sehr viel mit Leuten zu tun. Ja. Ich komme auch gut mit Leuten klar. Ja. Lebst du in einer größeren Stadt oder ja. immer noch? In einer größeren Stadt? Ja, mhm. also ich muss auch sagen, ich habe einen sehr toleranten Freundeskreis. Also mhm. da sind, ja... Also ich glaube nicht, dass es mir da an Rückhalt fehlen würde, aber ich habe ja. einfach Sorge irgendwie, dass man die Kontrolle darüber verliert. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Was ist eigentlich deine Angst? Ja, die Angst ist, dass ich irgendwie die Kontrolle was verliere. Heißt das? Was heißt das? Naja, dass man irgendwie nicht mehr zurück kann, dass man irgendwie ein Schild angeheftet bekommt und das heißt, ach guck mal, der ist, oder wir haben es ja immer gewusst, der ist ja doch schwul oder so. Und dann ist man schon allein nur so in einer Diskussion drin. Wäre das schlimm? Nein. Wäre das schlimm? Ja, schon, weil ich... Viele Leute haben ja auch das Schild vor dem Kopf, ist ja ein Hetero. Ist das auch schlimm? Naja, das ist gesellschaftlich normal, ne? Das ist gesellschaftlich normal, das ist sanktioniert, genau. Das ist richtig, es ist halt immer noch ein tabuisiertes Thema. Ich meine, ich weiß auch, dass wenn man sich irgendwie in die Geschichte zurücktummelt, ob man nun die Griechen nimmt oder die Ägypter oder was auch immer, mhm. alleine was auch Kosmetik anbelangt, Make-up anbelangt, also wenn sich heute ein Mann Make-up ins Gesicht klatscht, dann wird er automatisch in diese Ecke geschoben. Also deine Angst ist, dass Leute dein doch, ach so, toleranter Freundeskreis, von dem du gerade gesprochen hast, dass die eventuell sagen, naja, der ist ja, letztendlich ist der ja doch schwul. Naja, also erstens bin ich halt nicht schwul, da lege ich halt schon Wert drauf, weil das schließe ich also wirklich für mich aus. Ja, stopp mal, Markus, aber selbst wenn die Leute das sagen würden, wäre das auch scheißegal. Naja, ich habe halt einfach Sorge, dass ich deren Reaktion nicht kontrollieren kann. Und was heißt das? Stopp, dass du deren Reaktion nicht kontrollieren kannst, was heißt das? Naja, weil ich halt zum Beispiel Angst davor habe, dass sich Freundschaftsverhältnisse ändern, dass die Leute vielleicht nicht mehr... Okay, pass mal auf, wenn sich da Freundschaftsverhältnisse ändern sollten dadurch, dann kannst du die Freundschaften auch in der Pfeife rauchen. Wenn das enge Freunde sind und du denen genau erklärst, so wie du es mir gerade auch erklärt hast, was mit dir los ist und dass du im Moment im Prinzip in so einer Experimentierphase bist, um dich mal wirklich ausfindig zu machen, wo und wie ist meine Identität. Wenn die Leute dann, ich sag mal, überreagieren und sich vielleicht distanzieren von dir oder dich in eine Schublade stecken, dann vergiss die Leute. Ja, aber das ist genau das Problem, weil genau die Leute habe ich wirklich sehr, sehr viele Jahre gesucht und ich bin also... Ja, aber dann wären es die falschen Leute, wenn die so reagieren würden. Das musst du nun in Kauf nehmen. Du kannst ja jetzt nicht da sitzen und dir genau überlegen, was wird der wohl denken und wie wird der reagieren und was könnte wiederum dann passieren. Das ist doch alles trivial. Ja, aber was ist, wenn ich im halben oder in einem Jahr feststelle, irgendwie dann wissen es ein paar Leute mhm. und dann stellt man fest, naja, man hat es ausprobiert, aber es ist halt, weiß ich nicht, dann doch nicht so. So what? Richtig. Okay, dann wissen die Leute, dass es ausprobiert ist. Ja, aber das kriegst du ja nie wieder los. Das, ja, na und? Ist das schlimm? Ist das schlimm? Hör mal, du stehst aber sehr unter der Knute von, wie du denkst, was andere Leute wiederum über dich denken. Sei doch mal ein bisschen selbstbewusster Mensch. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert. Guck dir mal, wenn wir jetzt vor 20 Jahren gesprochen hätten, hätte ich dich ja noch mehr verstehen können. Aber mittlerweile leben wir in einer so offenen Gesellschaft. Wir haben hochprominente Menschen in Politik, Showbusiness, überall, die entweder bisexuell oder sogar schwul sind und das ganz öffentlich sagen. Und kein Hahn kräht mehr danach. Dann wirst du, Markus, das doch auch schaffen. Und dir nicht tausend Gedanken machen, was wäre wenn und überhaupt und wie könnte der reagieren? Naja, also ich meine, so einfach ist es nicht. Also finde ich halt, also so im Familienkreise beispielsweise, da kam halt irgendwann mal vor Jahren, ich weiß das halt zeitlich nicht mehr, aber das war halt so ein Ding, das hat halt echt gesessen. Ja, da hat halt jemand so aus meiner engen Familie halt gesagt, naja, das sind doch alles Kranke, die sollte man, also wenn mir das jemand sagen würde, den würde ich an die Wand stellen und erschießen. Ja, gut, damit muss man leben, dass es auch immer noch solche Meinungen gibt. Da muss man adäquat darauf reagieren oder man muss es gar nicht an sich heranlassen. Natürlich begibst du dich jetzt in einen Bereich,
der gesellschaftlich immer noch nicht der Norm entspricht. Und dann muss man immer damit rechnen, dass man konfrontiert wird mit Kritik oder auch mit herber oder dämlicher Abweisung. Aber das ist dann halt so. Das muss auch an dir runterprallen. Es geht um dich, es geht um dein Leben, es geht um dein wie du am besten deine Sexualität oder letztendlich auch dein Leben ausdrücken kannst. Ja, was ich vor allen Dingen irgendwie nicht verstehe, ich meine, jeder, der irgendwie bei mir versucht, sich Hilfe zu holen oder wie auch immer, dem sage ich das letztendlich, sage ich das aus. Also, du musst zu dir stehen, du musst dein Leben führen, das ist halt dein eigenes. Aber ich kriege das in dem Punkt, kriege ich das nicht auf die Reihe. Und weil du feige bist. Ja. Ja. Ja, ja. Genau so ist es, Markus. Letztendlich bist du der Herr dessen, was da passiert. Du musst ja nicht mit wehenden Fahnen durch die Straßen laufen, hallo Leute, ich bin bisexuell. Aber du musst es in dein Leben eingliedern und vor allen Dingen in deinem nahen Freundeskreis kommunizieren. Und du musst es machen und dann wirst du in ein paar Jahren sehen, wo es hingeht. Vielleicht war es wirklich nur eine Kapriole, vielleicht es gibt tausend Formen von Sexualität. Vielleicht stehst du wirklich nur ab und zu auf Sex mit Männern mal, kann ja sein. Aber das musst du mal erstmal alles rauskriegen. Vielleicht verliebst du dich auch sogar mal in einen Typ und führst eine Beziehung. Ja, das ist ja genau das Ding. Und da steht man im Prinzip da und das ist wie ein Weg, wo irgendwie wie 3 Millionen Pfeile weggehen und irgendwie findet man niemanden, mit dem man da, also der einen da mal bei der Hand nimmt irgendwie und sagt so und so. Ja, jetzt haben wir ja schon mal einen Anfang gemacht. Das stimmt. Jetzt haben wir einen Anfang gemacht. Finde ich auch gut, dass du den Mut gehabt hast, dich hier zu äußern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Überwindung war, hier anzurufen. Ja, auf jeden Fall. Wobei das Faszinierende ist eben, umso tiefer ich da letztendlich auch einsteige und auch im Internet, auch in ein oder zwei Foren, es ist hier unglaublich, wie viele auch verheiratete Männer mit Familienanschluss es gibt. Ja, das stimmt. Aber ich will dir mal sagen, die ganz große Masse ist auch ärmlich, finde ich. Die nämlich ein Doppelleben führen. Richtig, genau, die meine ich ja. Also ich weiß mittlerweile halt auch, dass es durchaus Leute gibt, die treffen sich dann heimlich einmal in der Woche und bringen ihr Kitty noch zur Schule und danach. Und ich hoffe nicht, dass du von so einer Zukunft träumst. Nee, dass nein, du, nicht. Dass du ein Parallel... lebe ein offenes Leben. Und ich sage dir, alle guten Leute um dich herum, deine wirklichen Freunde, die werden dich nicht verlassen, die werden ganz normal mitmachen. Das wird die wahrscheinlich vielleicht gar nicht interessieren. Die Nase rümpfen, sei froh, dass du dann los bist. So, und jetzt haben wir 11 Minuten und 11 Sekunden gesprochen, Markus. Ich hoffe, dass das ein kleiner Anstoß war für dich. Mensch, leb dich. Leb dich und liebe deine Liebe. Ich werde es versuchen. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unsere Sendung am Donnerstag. Donnerstag heißt unser Thema durch eigene Schuld behindert. Und am Freitag machen wir eine Sendung im Rahmen der Lit Cologne. Ich habe das ja gestern auch schon erklärt. Hier in Köln ist Lit Cologne. Das ist eine sehr große Literaturmesse. Hier ist die Hölle los in Sachen Literatur, Schriftstellern, Autoren. Und wir wollen so ein bisschen mitmachen und haben uns überlegt, wir laden 4 prominente Menschen ein, die hier bei uns in der Sendung aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen werden. Ja, und ich freue mich sehr, dass Ralf Morgenstern zugesagt hat, er wird kommen. Ich freue mich sehr auf Moritz Zielke, den Momo aus der Lindenstraße. Ich freue mich sehr auf den RTL-Mann Markus Lanz und freue mich auch sehr auf Knacki Deuser. Und bin sehr gespannt, was die Jungs am Freitag hier bei uns vortragen werden. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch dabei seid und euch die Sache anschauen werdet. Jetzt zu unserem Thema heute. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Und jetzt wird uns der Sebastian erzählen, auf welchen Tag er gewartet hat oder wartet. Hallo Sebastian, 24 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Sebastian. Erzähl mal. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, vor 3 Jahren mal angerufen, da habe ich eine Windelsucht gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Eine Windelsucht? Ja. Nee, also das Wort sagt mir im Moment nichts. Aber wenn das jetzt nichts mit deinem jetzigen Anruf zu tun hat. Doch. Doch hat es damit zu tun. Ja. Das war damals, da habe ich mich in Wickelräumen wickeln lassen. Ja. Und das war, ich habe 11 Jahre lang Windel so aus Spaß getragen. Mhm. Seit 5 Wochen ist es durch psychologische Hilfe, es ist wie weggeblasen. Ich kann keine Windeln mehr sehen. Ich kann, ich wiesern sie einfach an jetzt. Also, das ist ja spektakulär.
Wie viele Jahre insgesamt hattest du das? Wann fing das an? In welchem Alter ungefähr? 10. Mit 10 Jahren. Und du hast, so allmählich kommt die Erinnerung auf. Du hast es ja damals, glaube ich, auch so formuliert, dass du süchtig bist nach Windeln. Genau. Es gibt Windelfetischisten, die haben so einen Spaß daran, das ist irgendwie so eine... Da war, glaube ich, am Donnerstag war da... Ja, genau, da hatten wir jemanden, das war aber wesentlich harmloser, als was du erlebt hast. Dein ganzes Leben drehte sich nur noch um den Gedanken, wie kriege ich eine Windel um? Ja. So war's, ne? Und ich muss dir sagen, auf einen Schlag, auch durch eure Hilfe jetzt, ist es einfach weggeblasen. Ich kann jetzt an einem Wickelraum vorbeigehen, ohne dass ich reingehen muss. Mhm. Und das war einfach in meinem Kopf hat irgendwann mal Klick gemacht, wo gesagt hat, Windeln passen nicht zum Erwachsenwerden dazu. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt selbstständiger werden. Und da habe ich alle Windeln rausgeschmissen. Ja. Da habe ich Sozialstation gegeben. Die können mit dem was mehr anfangen, als ich mit dem jetzt. Allerdings. Ich war gerade so erstaunt, dass ich das zeitlich nicht gerade richtig gespeichert habe. Seit wann bist du jetzt windelfrei, sozusagen? 5 Wochen. 5 Wochen? 5 Wochen war es. Aber ich merke auch, dass das nicht mehr zurückkommt. Und wirklich von heute auf morgen? Ja. Nachdem du so viele Jahre dich damit mit dieser Thematik beschäftigt hast. Ja. Das war ja, wie das bei allen Windelfetischisten so ist, natürlich auch eine sexuelle Geschichte bei dir. Ja. Und wie ist das jetzt? Ich meine, das ist noch relativ frisch, 5 Wochen. Also ich sag ganz ehrlich, mein Psychotherapeut hat mir geraten, für den Ausgleich soll ich Sport und solche Sachen machen. Ja. Und ich gehe joggen. Mhm. Ich bin beim Fußballverein, ich bin beim Theater, Fasching. Ja, das ist gut. Also du bist richtig involviert, überall richtig unter Menschen auch. Und, ja. Wie war das? Das habe ich vergessen aus unserem damaligen Gespräch. Hattest du auch mal eine Freundin? Nein. Nee, noch gar nicht. Ja, aber ich sag mal so, das fand ich jetzt alles ein bisschen... Das heißt, du hast überhaupt keine realen Erfahrungen mit Menschen? Keine direkten Erfahrungen mit Menschen und Sexualität? Jetzt sage ich jetzt mal, er würde jetzt nicht mit Ja beantworten, sondern Ja, Nein. So, ja, ich hab schon mal halt nur Prostituierte zum Beispiel. Ja, ja. Aber nicht jetzt Freunde messen. Verstehe. Das heißt, jetzt, nachdem quasi dein neues Leben angefangen hat, könnte es sein, dass sich da auch was ganz, dass sich da auch alles verändert. Ja. Aber das hätte ich nicht ohne eure Hilfe gemacht, Hilfe geschafft, weil ihr wart der erste Schritt und da wollte ich mich eigentlich heute, ich dachte, dass der Tag passt heute. Mhm. Auf diesen Tag habe ich wirklich gewartet. Sebastian, das freut mich wirklich irre. Es freut mich wirklich sehr. Weil ich schon noch auch jetzt immer mehr in Erinnerung bekomme, wie sehr du da auch drunter gelitten hast und dass das einfach nicht nur so ein Spaß war, so ein sexuelle Kapriole. Ich habe mir das ja mal vor Tagen nochmal angehört auf eurer Homepage da. Ja, ja. Da kann man sich das sehr gut nochmal anhören und da habe ich mir gedacht, wie war ich da verzweifelt? Ja, ja. Umso mehr freut mich das, dass das durch unser Gespräch vielleicht dann einiges bei dir in die Gänge gekommen ist und offensichtlich. Es hat vor 3 Jahre gedauert, aber das waren keine 3 weggeschmissenen Jahre, wie das vielleicht gewesen wäre, wenn ich nicht. Ja. Wie sieht dein Leben sonst so aus im Moment? Hast du auch noch einen Beruf oder hattest du was gelernt? Wie war das? Ja, ich hab Textilreiniger gelernt. Was? PC-Reiniger? Textilreiniger. Textilreiniger genannt, ja. Und hast du auch eine Anstellung im Moment? Nee. Nee. Also das fehlt jetzt noch zum Glück. Ja, aber... Eine Freundin und einen Job noch. Ja. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt mit meinem Leben eigentlich mehr zufrieden als... Ich lebe eigentlich richtig jetzt auf erst. Mhm. Ich habe zwar in den letzten 3 Jahren ziemlich viel mitgemacht. Mein Vater ist gestorben und dann meine Mutter hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt.
Okay, hatten aber überlebt. Mhm. Und jetzt kommt halt alle, jetzt fängt bei mir eigentlich erst an, dass ich aufblöst, sag ich mal so. Sebastian, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und mir das erzählst. Ich freue mich immer sehr über solche Rückmeldungen, wirklich. Und drücke dir wirklich ganz von Herzen beide Daumen, dass es weiter bergauf geht und dass so sich viele Dinge noch regeln werden und du ja ein glückliches Leben wirst führen. Jetzt habe ich nur eine Frage. Ja. Wie lange gibt es diese Sendung schon? 11 Jahre. 11 Jahre. Wir haben jetzt, nicht ganz, wir haben am 1. April sind wir 11 Jahre hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Aber toll, dass es euch gibt. Das ist ja nett, dass du sagst. Lieber Sebastian, danke für deinen Anruf und alles Gute weiterhin. Ja, schönen tschüss. Abend noch. Juhu, tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit der Carmen. Und Carmen ist 32 Jahre alt. Hallo Carmen. Hallo Domian. Auf diesen Tag habe ich gewartet. Ja, genau. Welcher Tag ist es? Gestern der Tag. Gestern? Und zwar habe ich nach über 4 Jahren meinen Meister wiedergefunden. Oder wieder getroffen. Dein Meister? Ja. Was heißt das? Das heißt, ich bin devot, veranlagt. Achso, ich dachte jetzt, du wärst Tischlerin und hättest einen Tischlermeister. Nein. Nein, übler kleiner Scherz. Ja, ja, macht nichts. Ich hab schon mir gedacht, wo es lang geht. Du bist devot. Ich bin devot. Im sexuellen Sinne devot. Jawohl. Mhm. Und vor über 4 Jahren habe ich diese Neigung mal ausgelebt mit einem Mann, den ich übers Internet gesucht und gefunden habe. Mhm. Und wir haben uns damals 5-6 Mal getroffen und haben das auch intensiv ausgelebt. Das war hier der besagte Meister. Ja, das ist er nach wie vor. Ja, ja. Also, oder wieder. Ja. Hab das einige Male intensiv ausgelebt. Ja. Mhm. So 5-6 Mal. Ja. Und dann war ich mir nicht mehr so sicher, weil ich zu der Zeit auch in einer festen Partnerschaft war, das lief also immer so nebenher, ja. Ob das richtig ist, was ich tue und ob das das Wahre ist und das, was ich suche, mhm. und habe das Ganze von meiner Seite aus abgebrochen. Mhm. Obwohl von ihm also eigentlich schon ziemlich klar war, er wird das gerne weiterführen, weil es mir auch Spaß gemacht hat, es hat mir auch Spaß gemacht, mhm. aber ich war mir eben nicht mehr sicher. Und daraufhin habe ich das abgebrochen. Warum warst du dir damals nicht sicher? Wegen der Partnerschaft ausschließlich oder auch wegen dieser sexuellen Spielart? Zum einen wegen der Partnerschaft, richtig. Aber auf der anderen Seite, wie soll ich sagen, es war ein bisschen, ja nicht Angst, aber ein bisschen der Skrupel, dass da vielleicht mehr passieren könnte, als mir eigentlich lieb ist. Mhm. Obwohl jetzt im Nachhinein betrachtet wäre das wohl nicht passiert. Nur damals, sag ich mal, hat mir die Reife gefehlt, ja. um das Ganze einschätzen zu können. Also was heißt das, mehr passiert? Was war das für eine konkrete Angst, dass man dir sehr schlimm Schmerzen oder Schaden ja. zuführen genau. eventuell könnte und du damit nicht umgehen kannst und nicht genau. stopp? Ja. Mhm. Genau. Dann hast du dich damals davon losgesagt von ihm. Genau. Mhm. Und hast 4 Jahre dieses nicht praktiziert. Genau. Hab das Ganze, sag ich mal, weit weggeschoben. Ja, hast ein normales Leben wieder geführt, bist in deine Beziehung wieder gegangen. Hab geheiratet, hab ein Kind. Aha, bist auch noch verheiratet jetzt? Ja, 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 ich bin mit dem Mann verheiratet, mit dem ich damals auch schon zusammen war. Ja, so. Und ich sag mal, dieser Wunsch, der hat in mir immer geschlummert. Ja. Wurde halt immer wieder verdrängt durch den Alltag, den man jeden Tag um sich hat. Ja. Aber ich habe dann so gemerkt, in den letzten Monaten, das wurde immer intensiver, mhm. dieser Wunsch, wieder mal dominiert zu werden. Ich habe das auch mit meinem Mann probiert, aber das funktioniert nicht, er kann das nicht. Mhm. Er sagt, ich liebe dich und ich kann dich nicht dominieren. Das heißt, er weiß von dieser Leidenschaft? Ja. Ja. Mhm. Er weiß es, er weiß aber nicht, dass ich es auslebe. So, ja, bisher hast du es ja auch nicht ausgelebt. Die letzten Jahre zumindest nicht. Ja, die letzten 4 Jahre nicht. Die letzten 4 Jahre nicht. So, jetzt erzähl es mir. Hast du gestern deinen Meister wieder getroffen? Jawohl. Wie hast du ihn wieder getroffen? Ich habe vor etwa 14 Tagen, also die E-Mail-Adresse von ihm ist mir immer noch im Kopf rumgespukt. Mhm. Und vor 2 Wochen habe ich einfach den Entschluss gefasst, ich schreibe mal eine unverbindliche E-Mail hin, mhm. ob es ihn noch gibt. So mhm. auf die Art, möchte einfach nur wissen, wie es dir geht. Mhm. Und da kam dann eine E-Mail zurück, das hat mich dann bald umgeschmissen, von wegen, ach, ich habe dich schon überall gesucht und deine E-Mail gibt's ja nicht mehr und er wird mich so gern wiedersehen und mhm. auch ganz unverbindlich, einfach mal nur auf den Kaffee und gucken,
was so aus uns geworden ist, einfach mal quatschen. Hallo, hallo, hallo. Einfach mal quatschen. Okay, und dann? Ja, das war wirklich erstmal der Hintergedanke. Wirklich einfach mal nur sehen, was ist aus dem Menschen geworden. Mhm. Wobei es immer ein Spiel mit dem Feuer natürlich war. Ja. Ja. So, und dann, habt ihr euch verabredet gestern? Gestern, genau. Ja, in einem neutralen, irgendwo draußen im Restaurant? Ja, genau. Mhm. Auf dem Käffchen. Ja. Und haben dann wirklich erstmal eine Stunde nur gequatscht. Ja. Was so er im Leben macht und Familie, hat mittlerweile auch geheiratet und hat ein Kind. Ah ja. Und blieb es bei dem Café? Nein. Das heißt, ihr habt euch dann noch irgendwo hin zurückgezogen? Genau, wir haben unser Stammhotel wieder genommen. Ja. Und dann ging es kräftig zur Sache gestern. Ja. Das heißt, du warst in der Rolle, die du 4 Jahre nicht gelebt hast, in der devoten Rolle. Genau. Er war der Herr und Meister und hat bestimmt, was du tun sollst. Mhm. Du warst ihm untertan. Genau. Er hat dich geschlagen. Auch. Auch. Gehört dazu. Du gehört dazu, ist klar, ja. Er hat dich gedemütigt. Mhm. Das gehört auch dazu. Dein Mann weiß es nicht. Nein. Wie wird das jetzt weitergehen? Ich denke mal, das wird so weiterlaufen. Weil ich kann es nicht in den Alltag mit reinbringen. Es geht einfach nicht. Du kannst es nicht in den Alltag mit reinbringen, aber du hast jetzt auch gelernt aus den letzten 4 Jahren, dass du es brauchst. Ja. Ist das eine Beziehung zu diesem Meister? Bitte? Ist das eine Beziehung zu diesem Meister, die, vielleicht kannst du es noch nicht sagen, aber du kennst ihn ja doch irgendwie lange, insofern kannst du es vielleicht doch sagen, die rein definiert ist auf diese sexuelle Spielart? Oder könntest du dir vorstellen, diesen Meister auch zu lieben und mit dem eine Beziehung zu führen? Ich denke mal, das ist schwierig. Ich sag mal, er ist ein netter, sympathischer Mann. Mhm. Auf alle Fälle. Mhm. Sieht auch soweit gut aus. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Sklavin sein möchte. Müsste man das dann sein? Müsstest du das dann sein? Oder könnte man das nicht nur im Schlafzimmer stattfinden lassen? Geht wohl auch, weil das macht er im Moment mit seiner Frau. Ah ja, er hat also so eine Beziehung. Ja gut, sofern sie halt will. Sofern sie will, aber immerhin, diese Möglichkeit ist gegeben bei den beiden. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt, als du gestern nach Hause gekommen bist? Nein. Warum nicht? Weil er mir das geben kann, was mein Mann mir nicht geben will. Oder auch nicht kann. Oder nicht kann. Deswegen, ich halte das auch ganz klar auseinander. Ja. Das eine ist Liebe. Und das andere ist Lust. Ja, deswegen habe ich das ja gerade gefragt, ob aus dieser Lust vielleicht auch Liebe oder Liebe und Lust werden kann. Ja, das muss ich vermeiden, sagen wir es mal so. Du wirst aber auch vermeiden und willst vermeiden, deinem Mann davon zu erzählen. Ja. Und kriegst das für dich innerlich auf die Reihe? Ja, ich denke schon. Weil mein Mann, der würde es nicht verstehen. Wobei, er weiß ja schon, dass du so gestrickt bist. Ja, das weiß er. Das habe ich ihm ja gesagt. Und das habe ich ihm auch gezeigt. Wäre für ihn in seinem Weltbild völlig unmöglich, wenn du sagst, ich muss das ausleben, um auch unsere Liebe leben zu können. Ich suche mir da so ein Ventil. Das könntest du nicht mit ihm besprechen. Da ist er zu prüde. Also zu verklemmt, sage ich mal. Das kann er nicht. Es steht für dich aber überhaupt nicht zur Debatte, diesen Mann zu verlassen. Nein. Du liebst den Mann, du liebst deine Familie. Das ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Auf jeden Fall, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Ich liebe meinen Mann, ich liebe mein Kind. Und ich liebe auch das alles, was sich entwickelt hat. Das ist fantastisch, das ist klasse, das funktioniert. Meinst du, dass die Auswirkung auf eure Beziehung, wenn du ab und zu dich mit deinem Meister triffst, sogar positiv sein könnte? Ich denke schon. Weil du das bekommst, was du sonst nicht bekommen hast und dadurch sehr frustriert warst? Ja, erstens mal das. Und zweitens ist es für mich auch wiederum ein Lustgewinn. Weil das macht mich natürlich fürchterlich an, das ist klar. Ja. Und diese Lust nehme ich auch irgendwo mit nach Hause. Ich drehe mir eben den Spieß rum. Wenn dein Mann, dein Partner, irgendetwas hätte Vergleichbares, und er würde heimlich sich das holen bei irgendeiner Frau. Wie wäre das für dich? Wenn ich es nicht wüsste, wäre es gut. Wenn du es nicht wüsstest, wäre es gut? Ja.
Mein Gott, wenn ich es wüsste, wenn er mit mir drüber reden würde. Würdest du vielleicht auch noch Ja sagen, weil du es verstehen könntest? Genau. Du meinst aber, er kann es nicht verstehen, weil er sowas nicht hat. Genau. Er ist also wirklich, sag ich mal, der 0815 Blümchen-Sex-Mensch. Ist ein schwieriges Ding. Wenn du, man kann natürlich jetzt ganz, ganz plump sagen, mein Gott, du gehst ihm fremd, du musst ehrlich sein. Aber die Folge wäre unter Umständen, dass die Familie auseinanderbricht, dass das Kind keine Eltern hat, keine Eltern, die zusammenleben mehr hat. Ist natürlich auch ein Weg, wobei ich mich so ein bisschen winde innerlich, du merkst es, das so hinzunehmen. Aber vielleicht muss man manchmal auch solche Wege gehen. Wenn es auch nicht der ehrliche Weg ist. Es ist wohl ungewöhnlich, aber... Ich weiß, ich denke nur darüber nach, wenn es mal rauskommt. Es könnte ja mal irgendwie rauskommen. Das kommt nicht raus. Das sagen alle Leute immer, das sagen alle Leute, die Geheimnisse haben. Alles Mögliche ist schon irgendwie rausgekommen. Was für ein Schmerz und für eine Demütigung auch für deinen Freund, für deinen Mann. Ja, das stimmt. Damit musst du natürlich auch, das musst du auch alles bedenken. Aber wenn, dann würde man sowas auch nicht an die große Glocke hängen. Das wäre dann eine Sache zwischen mir und meinem Mann. Natürlich. Und fertig. Natürlich, aber das reicht... Geht ja niemandem sonst was an. Nein, aber das reicht ja schon aus, zwischen dir und deinem Mann. Wenn der irgendwann erfährt, das macht die jetzt seit 10 Jahren, zum Beispiel. Ich versuche halt zu vermeiden, dass er es erfährt. Ich entlasse dich mal mit meinen Bedenken... Obgleich ich auch gerade schon gesagt habe, vielleicht muss man auch mal so Wege gehen. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Weil es tut auch unheimlich gut, dass auch mal jemand anders die Zügel in die Hand nimmt. Das ist nämlich der Hintergrund dabei. Ich sag mal, durch meinen Job und Kind und Frau und Haus und weiß der Geier was alles, bin ich eigentlich permanent in der Pflicht. Ja, ich verstehe schon. So sind alle Devoten gestrickt. Sexuell Devoten, dass die meistens im normalen Leben die Dominanten sind. Ja, und sein müssen, wenn das geht. Alles Mögliche in der Hand haben und froh sind, sich da mal fallen lassen zu können. Genau, das ist der Hintergrund. Und das kann ich bei meinem Mann leider nicht. Carmen, lass uns doch mal in einem halben Jahr nochmal telefonieren. Ich würde mal gerne wissen, was so die Begegnung mit dem Meister mit dir gemacht hat, wie du es weiterentwickelt hast und vielleicht können wir dann nochmal eingehend darüber sprechen. Ja, gerne. Würde ich sehr gerne machen. Melde dich bitte per Mail, dann funktioniert das besser. Okay, ja? Super. Alles Gute. Danke, gleich. Tschüss. Danke. Und die Edith ist hier und Edith ist 51 Jahre alt. Guten Morgen, Edith. Ja, hallo. Hallo, Edith. Ja, ich habe auf den Tag gewartet, an dem mein Vater gestorben ist. Das klingt jetzt irgendwie ganz böse, aber es war einfach so. Ja, mein Vater hat uns über viele Jahre misshandelt, er hat uns gequält, er hat uns gedemütigt, er hat uns bedroht. Und ich habe irgendwann die Situation gehabt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, meine Kinder auf die Straße zu lassen, dass ich selbst nicht mehr auf die Straße gehen konnte. Und da war es einfach nur noch gut, dass er nicht mehr lebte. Wann ist er gestorben? Letztes Jahr. Das heißt, er hat dich lange dein Leben begleitet? Ja. Er wohnte auch in der Umgebung direkt? Nein, ich habe zum Schluss, also ich komme ursprünglich aus dem Märkischen Kreis und bin dann dort weggezogen und habe dann hier gewohnt. Und das hat er auch irgendwann mal begriffen, weil an der Stelle, an der das Haus gestanden hat, wo wir gewohnt haben, da ist ein Tunnel hingebaut worden. Also das Haus stand dann nicht mehr da und dann war ihm auch klar, dass ich da nicht mehr wohnen konnte. Das war das Haus, vor dem er tagelang gestanden hatte, wo ich Angst haben musste, dass er mir meine Kinder wegschlägt. Als ihm klar war, dass ich da nicht mehr wohnen konnte, hat er also meine Tante beknetet, dass er unbedingt noch meine Adresse bräuchte. Und das hatte er vorher schon einmal gemacht und da hat er die dann halt nicht mehr bekommen. Ne? Was wollte er mit den Kindern machen? Das weiß ich nicht. Wie viele Kinder hast du? Weiß ich nicht. Ich habe 2. 2 Kinder. Das heißt, wir sind inzwischen auch keine Kinder mehr, aber damals waren sie halt noch Kinder. Ne? Ja. Ich gehe mal noch weiter in die Vergangenheit zurück. Du hast gerade so viele Dinge aufgezählt. Er hat dich auch missbraucht, sexuell? Nein, er hat... es gab so eine merkwürdige Geschichte mal. Da gab es im Fernsehen eine Sendung, da ging es um LSD. Ich war Kind. Keine Ahnung, was LSD ist. Ich habe ihn einfach mal gefragt, was ist denn das? Und dann sagte, das ist eine Abkürzung, heißt leichte Straßendirne. Wirst du auch mal.
Wirst du auch dann mal. Dann war er derjenige, der ihn aber auch für Geld bei seinen Arbeitskollegen anbot, die zum Glück davor zurückgeschreckt sind. Moment mal, der hat, das habe ich nicht verstanden, der hat dich angeboten? Für Geld. Für Geld. Mhm. Und das auf der einen Seite hielt er mir vor, dass ich irgendwann mal eine leichte Straßendirne würde. Mhm. Und dann hat auf der anderen Seite kam er auf so eine Idee. Wie alt warst du da? Da war ich 11. 11. Und woher weißt du, dass er dich angeboten hat bei den Arbeitskollegen? Von den Arbeitskollegen. Die haben dir, dem Kind, das gesagt? Die haben meiner Mutter das gesagt. Hm. Wie hat deine Mutter reagiert? Die hat meine Mutter ja auch halb tot geschlagen. Das heißt, geschlagen hat er dich und ihr wart mehrere Kinder? Ja. Ja. Sehr viel und sehr schlimm. Ja. Wir haben teilweise alles versteckt, alles. Wir hatten keine Kochlöffel mehr, wir hatten keine Besen mehr, kein Kehrblech, kein Stocheisen, kein nichts mehr. Wir haben das alles versteckt und er fand immer noch irgendwas. Und wenn er vom Tauchsieder das Kabel abgerissen hat und dann damit zugeschlagen hat, der fand immer irgendwas. Was ist die schwerste Verletzung, die er dir zugefügt hat, an die du dich besonders erinnerst? Eine Geschichte, ja, das Verrückte ist, ich habe so etwas wie, das nennt sich posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Ich, von daher weiß ich viele Sachen nicht oder ich weiß viele Sachen einfach nur, weil ich Schwierigkeiten damit habe und dann mal nachgefragt habe, sag mal, was ist da eigentlich, kannst du dir irgendwie einen Reim darauf machen, zum Beispiel gegenüber meinem Bruder, ne? Ja, ja. Du kennst so überdrehte Haken, die man in der Türraum schrauben kann, da kann man eine Kinderschaukel dranhängen. Ja, ja. Ja. Wir wurden wegen banalster Sachen geschlagen. Also dann wurde beim Essen gesprochen. Dann wurde der Löffel abgeleckt und dann kriegtest du den Löffel ins Gesicht geklatscht. Und dann durftest du stundenlang in der Ecke stehen. Mhm. Irgendwann kippst du um. Irgendwann kannst du nicht mehr stehen. Und damit dir das nicht passiert, da gibt es so Jutebänder, mit denen man Stühle aufmopfen kann. Mhm. Mhm. So, das sind so beige Jutebänder mit so roten Streifen. Mhm. Mit denen konnte man dich dann hervorragend in diese Haken reinhängen. Da fällst du nicht mehr um, da kannst du lange stehen. Das war einfach nur noch teuflisch, was der Mann gemacht hat. Bist du sicher? Du sagst, du hast auch so viele Dinge einfach verdrängt und weggeschoben, dass er sich nicht an dir sexuell vergangen hat? Nicht, dass ich, also da in dem Zusammenhang weiß ich das nicht. Ich weiß, dass es sexuelle Übergriffe von anderen Leuten gegeben hat, aber von ihm so weiß ich das nicht, nein. Von anderen Leuten an dir? Ja. Mit seiner Billigung? Nein, das hat mit ihm nichts zu tun gehabt. An was ist er dann gestorben? Ist ganz normal gestorben. Er ist 75 Jahre alt geworden und ist ganz normal gestorben. Warst du auf der Beerdigung? Nein. Du warst, da habe ich nicht zu suchen. Du warst glücklich, als dieser Mann tot war? Ja, was heißt glücklich? Glücklich ist verkehrt, aber es gibt einem einfach ein Stück Freiheit wieder. Mhm. Du musst nicht mehr Angst haben, dass dir irgendwas passiert, wenn du über die Straße gehst. Das heißt, bis in dein Alter jetzt und bis in sein hohes Alter hattest du Angst vor ihm? Der ist auf ganz irre Sachen gekommen. Ein Freund von mir ist mit ihm zufällig im selben Krankenhauszimmer gewesen. Mhm. Und dann hat er gesagt, der hat also zum Schluss in so einem Altenheim gelebt. In dieses Bullenkloster ginge er nicht mehr. Mhm. Und er hätte einen Sohn, da könnte er jederzeit hinkommen. Hat mein Bruder zu ihm gesagt, da glaubt er doch wohl nicht im Ernst dran. Mhm. Ne? Ja, sie hat eine Tochter, mit der, also das wäre ja die einzig Vernünfte in dem ganzen Zusammenhang. Ja, dann sollte er doch mal die Adresse geben. Er sagt, dann müssen Sie meinen Sohn fragen. Mein Bruder hat gesagt, der kommt doch wohl nicht im Traum daran, dass der nochmal erfährt, wo meine Schwester wohnt. Ne? Lebt deine Mutter noch? Nein. Meine Mutter, die hat sich mit 62, das war 93, mal überlegen, ob das stimmt, ja, 93 totgesoffen. Hm, aus Verzweiflung. Die hat, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die, wann die angefangen hat zu trinken, also ich habe sie nicht nüchtern gekannt. Hm. Vielleicht als ich ganz klein war, das weiß ich nicht, aber soweit ich mich erinnern kann, hat sie immer getrunken. Das heißt, du warst auch nie auf dem Friedhof an diesem Grab? Bei meinem Vater? Ja. Hm. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Hm. Ich habe da nichts verloren. Hm. Verstehe. Ede, danke für deinen Anruf. Die Sendung ist jetzt vorbei. Ja. Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss.
Das war's für heute, meine Lieben. In der Technik war Stefan Weitershagen. Morgen haben wir eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ihr könnt mailen und ab 0 Uhr sind unsere Leitungen